Hallo und herzlich willkommen, ihr Planet Coaster Fans, zu einer neuen Parktour mit mir, Basti oder auch Modern Consumer. Wir schauen uns heute hier den Park Luis Mania an. Von Luis? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wurde der auch in meinen Kommentaren vorgeschlagen mit Hashtag Parktour und dann der Parkname. Es sieht nach einem sehr kleinen Park aus, nicht allzu viele Attraktionen, aber ich sehe schon mal hier so einen schönen Bereich für diese geile Achterbahn. Dragster, wie auch immer, Achterbahn. Und hier hinten sehen wir aus. Ich will noch gar nicht zu viel vorwegnehmen. Ich habe mir das selber noch nicht ganz genau angeschaut. Ich habe nur mal so drüber gesehen, wie ich das meistens so mache. Und das hat mir schon mal ganz gut gefallen. Und deswegen finde ich, sollten wir uns diesen Park doch heute mal zusammen anschauen und gönnen. Ich schaue mal ganz kurz hier in die Parkverwaltung mit euch zusammen, was da los ist. 17 Fahrgeschäfte, 19 Achterbahnen. Das habe ich jetzt auf diesen ersten Blick nicht so gesehen. Aber wir schauen mal, was auf uns zukommt. Ich habe hier die Besucher auf 1500 begrenzt. Autobahnzufahrt, Parkausfahrt, vielen Dank für euren Besuch. Sehr schön, also hier schon mal der Eingang. Ich dachte mir so erst, das sieht ja ein bisschen so kritzelmäßig aus, aber das hat ja auch irgendwie so seinen Style. Sehr schön das Ganze. Und hier ist auch alles beschrieben, was beschrieben werden kann. Die Tageskasse und so weiter und so fort. Eingang. Was steht hier außen noch? Ab 10.30 Uhr auf, heute außer Betrieb. Wir gehen jetzt einfach mal rein und gucken, was uns hier erwartet. Vor allen Dingen finde ich auch mal cool, dass uns so eine Attraktion hier direkt mal begrüßt. Meistens hat man ja bei sowas dann irgendwie ein Riesenrad oder das klassische Kettenkarussell in der Mitte. Und hier ist mal dieses Hochfahrgerätschaftsding. Meine Herren, da darfst du echt keine Höhenangst drin haben. Und dann haben wir so eine Art Stadtkulisse. Ist hier was hinter diesem Tor? Aha, ein Weg. Okay. Und auch eine Attraktion, die man wirklich super selten in Parktouren bei mir sieht. Ist das hier so selber gebaut? Mit diesem Außenrum? Den Wolken? Sieht auf jeden Fall ganz schön aus, das Ganze. Der Style ist auf jeden Fall schon mal ganz nett. Und es ist ein bisschen kahl hier alles, wenn man mal das ganz ehrlich nimmt. Hier ist natürlich nicht viel Abwechslung an den Seiten. Aber, ja, gucken wir mal, was jetzt noch so kommt. Das Gebäude so dran geklatscht, okay. Ja, aber es ist auf jeden Fall schon mal ein stimmiges Bild. Hat ein bisschen was zu bieten, was man sonst nicht so sieht in anderen Parks. Und ich bin sehr gespannt, was jetzt auf uns zukommt noch. Coaster Kings Main Street Flyer. Der landet gerade. Schon ein richtig ganz schön fettes Gerät, ne? Ich weiß nicht, wann das Video jetzt hier rauskommt, aber irgendwie gibt es jetzt ein Update am 16. Wurde jetzt schon einiges angekündigt auf den, bei YouTube auf dem Kanal auf jeden Fall. Oh, da, komm, wir gehen jetzt direkt da rein in diese Geschichte. Und ich bin mal gespannt, ob das free ist oder wie auch immer. Vielleicht mache ich da nochmal ein extra Video zu. Mercedes World. Dann gehen wir doch mal direkt in die Mercedes World rein. Das ist ja eigentlich schon ziemlich das Highlight, wenn man den Park von außen sieht. Muss mal hier lauter für mich machen. Oh, dann gucken wir mal, was hier los ist. Oh, da geht das Ding schon mal ab. Oh, da wird hier... Echt krass. Das wird da gebremst. Das geht. Wusste ich gar nicht. Hier kann ich mir vielleicht auch für mein neues Parkgebiet ein bisschen was abschauen. Oh, die Wagen haben hier alle keine Räder. Hier liegen genügend Reifen rum. Und die haben keine Reifen dran. Okay. Silverfly World's Tallest Coaster. 141 Meter. Boah, da sieht man auch, das ist einfach mega hoch. Und dann haben wir hier den, wie heißt das Ding nochmal? Autos, Breakdance. Cool, also vom Thema finde ich das schon mal sehr schön gemacht hier, das Ganze. Das muss ich mir ein bisschen abgucken für meinen Park vielleicht auch. Die Mucke läuft. Das ist ja kein klassischer Autoscooter, ne? Die gehen ja nochmal so ein bisschen hoch hier irgendwie, wenn die mal fahren irgendwann. Aber... Wenn ich das so richtig sehe, dauert das hier noch eine Weile, bis man losgeht. Schade. Ist da der Mechaniker? Sah aus, als wenn ein Mechaniker eingestiegen ist. Egal, vielleicht fällt das Ding ja gleich, wenn wir nochmal zurückkommen. Wie heißt das überhaupt? Flipcars. Das war echt cool gemacht hier. Also das hat ein wirklich cooles Auto-Feeling hier, das Ganze. Ein bisschen Grünzeug dazwischen sogar noch. Dann haben wir hier diese Attraktion, die es ja wirklich auch nicht oft gibt. Und hier hinten dürfte dann nicht viel los sein. Ein paar Läden. Boxengasse. Das ist ja eigentlich auch das, was ich in meinem Let's Play gerne zeigen will. Tribüne Silverfly. Die Tribüne will ich mir auch gleich noch anschauen. Fährt das Ding jetzt mal da hinten? Fährt es denn jetzt mal?
Sind jetzt mal die letzten endlich eingestiegen? Ja, das sieht gut aus. Komm, Bügel runter und los geht's. Abkassieren. Ab dafür. Aber irgendwie... Die wollen nicht. Das wird sich jetzt schön in die Länge ziehen. Ach, ich komme einfach nicht dran. Egal. So, was ist hier? Hier geht's nach Wild Texas. Und hier ist der Ausgang. Auch cool gemacht. Den muss ich mir klauen. Den muss ich mir klauen. Finde ich cool gemacht. Die mit den Champagnerflaschen. Mercedes Cup. Da stehen natürlich schon ein paar Leute an. Wir gucken nochmal kurz nach da hinten. Was ist eigentlich mit dem Mausrad jetzt hier? Es geht los! Wir müssen mal kurz gucken, was hier los ist. So, einmal kurz einsteigen. Die Flip Cars. Yay! So, kriegen wir alle irgendwie Brechreiz. So, mal die Außenkamera hier. Oh, als ob ich hier vorspulen würde, gefühlt. Ja, es gibt nur drei Kameraperspektiven. Also, auf jeden Fall mächtig hier Spaß. Das Ding, es macht auch... Ich könnte da jedes Mal drauf, wenn ich auf der Kirmes das Ding sehe. Macht mir immer wieder Spaß. So ein schöner, guter, alter Breakdance. Habt ihr auch Spaß am Breakdance? So, viel Glück. Gucken wir mal kurz die Strecke an und hier das Gebäude. Ist alles sehr, kahl, sag ich mal. Aber effektiv. Ja, hier könnte vielleicht ein bisschen mehr drin sein. Es sind halt einfach Glaswände, aber Hauptsache ein Gebäude dran. Ich fahre einmal die Strecke hier ab. Gucken, ob hier irgendwas zu sehen ist. Meine ist ja selber auch nicht so sonderlich spektakulär. Der Ausblick ist halt extrem spektakulär, wenn ich das Ding da sehe. Hier einfach ein Zaun drumherum. Und hier ist der Zaun zur Achterbahn hin. Also das Ding ist echt riesig. Ich finde die Proportion, das kommt schon ziemlich geil rüber. Ich würde dieses Spiel immer noch gerne mal in VR erleben. Das wäre mein absoluter Traum in VR und flüssig und parkvoll mit 10.000 Gästen. Oh, das scheint aber eine lange Strecke zu sein, ne? Uiuiui. Ach, die Strecke geht tatsächlich... Okay, das habe ich gar nicht so gesehen. Hier ist dann eine Mauer an den Stützpfeilern. Das ist ja mal eine richtig lange Kartbahn. Hat ein bisschen was von einer echten Formel 1 Strecke, aber mit den Karts fährst du halt nur ein bisschen langsamer, ne? Gut, aber da kommen sie an. Und dann dauert das halt eine Weile, bis hier eine Runde durch ist. Ja, winkt noch alle schön. Und jetzt können sie auch langsam aussteigen, oder? Warum steigen die nicht aus? Weil der Gewinner noch eine Runde fahren darf, oder was? Ich weiß nicht mehr, wie das hier war. Aber okay, also. Mercedes... Gedöns und da geht die Beschleunigung los. Da gehen wir jetzt hin. Ja, hier ist der Eingang. Mal gucken, was uns hier erwartet. Hier ist natürlich auch viel grün. Und eine... Das sieht ja sehr cool aus. Schöne, lange Warteschlange, aber hier schön im Grün ein bisschen. Und man hat hier so dieses Feeling, ne, wenn du hier anstehst und wartest. Ich habe jetzt den Park natürlich nicht voll, ne? Und dann siehst du immer die glücklichen Leute, die hier gerade ankommen. Das ist doch cool. Also wenn du hier im Wartebereich bist, hast du auf jeden Fall ein bisschen was zu sehen und zu erleben. Boxenstopp. Also, ach, das sind dann die zusätzlichen Bahnen, die es hier gibt. Das Rad dreht sich sogar. Stromverschwendung. Hier jeder einen einzelnen Motor mit dran. Wäre cool, wenn man das halt auch irgendwie wirklich integrieren könnte. Naja, egal. Aber wie langsam die hier runterkommen, ganz chillig. So, schöner Wartebereich. Und dann sind doch nicht viele hier, die dann anstehen. Dann haben wir hier so einen Achterbahntyp. Ihr kennt euch da am besten aus. Ich gucke mir das immer nur gerne an. Ich bin da nicht der extreme Freak. Aber das ist echt eine kurze Bahn, ne? Finde ich jetzt mal. Kurz die Bewertung angucken. Orange, orange, grün. Ja, toll. War klar, dass wir in dem ankommen hier, ne? So, wir setzen uns hier vorne in die erste Reihe und genießen jetzt mal diese Fahrt. Huh, oh Mann, jetzt Luft holen. Hält er nochmal an oder fährt er durch? Anhalten. Rot, grün. Na, nicht ganz angehalten. Jetzt, doch, jetzt hält er an. Rot. Schön hier der Effekt mit der Ampel. Und Gas geht's vorbei an der Tribüne. 141 Meter hoch in die Luft.
geschmeidig hier rum, dann die Drehung. Oh, das ist eine sehr, sehr, sehr geschmeidige Fahrt, das Ganze. Und hier geht schon die Bremse los. Und ich sag dir, wenn die nicht funktioniert, dann ist aber Polen offen. Ja, das war eine schöne Fahrt. Das kommt halt in echt ganz anders. So, ist die andere schon losgefahren? Ich will nochmal kurz hier... Oh nein, die ist kaputt gegangen gerade. Okay, gut. Aber wir haben die Fahrt ja erlebt. Jetzt steht der zweite Waggon. Ach, es sind sogar drei Waggons hier. Also drei Bahnen. Wobei hier meiner Meinung nach zwei reichen würden wahrscheinlich sogar. Weil wenn der eine losfährt, kann der andere ja da geschmeidig reinfahren. Okay, aber somit ist auf jeden Fall maximale Abführung von Durchschleusung von Gästen gewährleistet. Und wir gehen mal weiter. Hier hinten aus diesem Bereich raus zu Wild Texas. So, da haben wir schon mal hier den Frisbee. Aber bei den Warteschlangen, Wild Texas, bei den Warteschlangen wurde sich hier auf jeden Fall, ich finde das cool auch. Was ist das? Ist das hier, sind hier im, was ist das? Sind das Felsen oder ist das eine Textur? Terrain. Warum gibt es die hier? Warum kann man die hier machen? Oder ist das ein eigen erstelltes Szenario? Das wäre natürlich schlau. verdammt, guter Trick. Finde ich cool. Ja, hier wirklich eine lange Warteschlange. Also wenn wir den Park mal richtig voll machen würden und die Performance dann mega in die Knie geht, dann ist hier auch diese Warteschlange bestimmt voll. Die Füße gucken da gerade so raus. Und dann geht's auch los. Bleibt mal hier einfach stehen. Und dem bippern die Zähne. Und los geht's. In welche Richtung schwingt denn das? Ich habe noch gar nicht so geguckt. Also, okay. Ja, coole Sache. Aber wir wollen ja ein paar Achterbahnen fahren. Da haben wir hier nochmal hier diesen Gedöns. Was ist das hier drum? Heuballen. Einmal komplett hier rum. Da kommen wir in diesen Eingangsbereich. Wir schauen mal weiter. Rodeo! Sehr gut. Passt. So, dann haben wir hier so einen kleinen Platz mit Holzplanken. Ich guck mir das mal von oben an. Ist doch ein cooler kleiner Bereich. Mit auch einer Achterbahn. Oh, hier ist auch wieder eine Achterbahn. Ja, ich freue mich. Und dann gucken wir mal, wie das Ganze von hier unten aus Besucherperspektive aussieht, ne? Die wilde Maus, da gibt es ja jetzt glaube ich auch dann bald einen neuen Typen, wo dann mehrere Anhänger mit dran sind. Das gleiche hier wie im Europapark, der Eurostar oder so hieß das Ding. Na gut. Gut, Bandito. Schön. Mucho. Reward. Sehr, sehr schön. Hier wieder Fastlane-Bereich und dann hier ist wirklich, hier ist langes Anstehen angesagt. Das geht nicht so super voran. Coole Kurve. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr geschmeidig aus. Und auch das Gebäude hier ganz schick gemacht. Einfach, aber effizient. Hier ist der Kontrolleur, der Fahrkartenkontrolleur. Und Bandito, hier steht es auch nochmal dran. Orange, orange, grün. Perfekt, wir sitzen... Ah, hier wird gerade noch die ganze Fahrt kontrolliert. Gereinigt. Repariert. So, dann haben wir das richtige Wort. Und wir fahren hoch. Ich fahre jetzt einfach mal mit. Hände hoch und ab geht der Peter. Ey, wir drehen uns schon so sehr. Yes, ist ein Arm, hier, Schweißband. Oder eine Uhr. Ja, egal. Wir schauen auf die Fahrt und nicht auf meine Achseln, die wahrscheinlich nass sind. Oh Gott, wir müssen die Fahrt gleich nochmal anders erleben. Ich habe keine Ahnung, wie die hier langfährt. Auf jeden Fall... Ist da gut Action dabei, kommt mir aber an sich ganz interessant vor, die Fahrt. Also ich sag mal so, es ist nicht so extrem stockerig wie im letzten Park-Tour-Video, wo ich ja den Park dann verbessern wollte. Hier haben wir nochmal einen neuen Lift. Wir pendeln uns nochmal so ein bisschen ein, aber nur so ein bisschen. Und oh, hammerhart.
Also, man sieht, wie man sieht, sieht man nicht viel. Ah, es ist doch ein bisschen zu schnell, das Ganze. Boah, ja, hier war jetzt auch nochmal ein großer Ruck an der Stelle. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Das ist die Kurve, die wir eben im Wartebereich gesehen haben. Und falls ihr noch irgendwie mitgekommen seid und wisst, wo wir sind jetzt gleich im Ziel. Und wir müssen uns die Fahrt jetzt mal auf normale Art und Weise geben, um irgendwie halbwegs zu verstehen, was hier passiert ist. So, hier fährt doch gerade einer hoch. Genau. So, die Perspektive will ich jetzt einmal sehen. Boah, das dreht sich dann doch ganz schön. Ja, hier geht's noch. Aber hier, uiuiui, ja, doch, doch. Es ist harte Kost, sagen wir mal so. Sehr harte Kost. Boah, hier sind echt ganz schön, da war es ganz schön steil, ganz schön ruppig. Hier auch. Gerade so hier angekommen, das Blockelement. Aber gut drauf geachtet, sag ich mal so, dass die Bahn immer kontinuierlich da fahren kann und die nächste los kann. Ja, hier bleibt er nicht steif. Hier bleibt er ausgependelt. Und jetzt kommen die krassen Kurven gleich. Hier war, irgendwas war jetzt hier krass. Boah, mir wird ja schon ein bisschen schlecht beim Zugucken. Hui, hui. Hui! Das sollte ich nicht so oft sagen. Hui! Ich hatte eben das Gefühl, dass hier einmal so eine Korkenzieherdrehung fast drin war, aber war dann doch nicht. Boah, ey, also Leute, das ist mir schon extrem viel, muss ich ehrlich sagen. Die Fahrt, die hat schon. Ist nichts für schwache Nerven, sagen wir mal so. Und für so Mägen, die nicht viel aushalten. Ist hier eigentlich auch eine Schiene drin? Guck mal, der hat hier eine komplette Weiche sich hingemacht. Hier fehlt zwar noch ein Element, oder beziehungsweise hier müsste dann, ja, so das gekappt werden. Dann kann man es hier rüberschieben, dann fährt die andere Gondel drauf. Also hier ist nochmal eine Achterbahn versteckt drin, die es in Wirklichkeit nicht gibt. Coming soon, also irgendwas kommt hier. Aber ich will jetzt mal... Ja, war ganz okay, ne? War jetzt nicht mega hammergeil. Mal in die letzte Ecke reinschauen. Und wir gehen nochmal hier in die Mitte rein. Ich will mal schauen, wie hier dieser... Ach, hier kompletten Zaun drumherum gemacht. Ich weiß gar nicht, wie man das so schön rund alles hinbekommt immer. Laternen, die sind selbst entwickelt, denke ich mal. Schön. Das sieht auf jeden Fall schön aus. Und mal gucken, was das hier für ein Bereich ist. Märchenwald. Märchenprinz. Märchenprinz. Und da haben wir hier diesen Coaster. Yeah. Da ist Rapunzel lässt das Haar herunter. Und hier ist ein geschlossener Laden. Hänsel und Gretel verliefen sich im Wald. Und verließen... Oh, und hier kommt der... Ah, das Pfefferkuchenhaus. Das ist natürlich auch eine coole Idee. Das Hexenhaus als Pfefferkuchenhaus und dann die Tassen da reinzumachen. Sehr coole Idee. Ich bin sehr begeistert. Ich hoffe, ihr auch. Und ihr habt jetzt auch Bock da drauf, hier irgendwie so ein Stück... Die mag ich ja immer nicht mit der Marmelade da drin oder was das ist. Die mag ich nicht. Die sind wiederum geil. Brezel als Keks, ja, sehr gerne. Waffel ist okay, aber jetzt nicht so toll. Mit Schoki dran, oh, lecker. Und hier all diese Linsen, man sieht es mir an. Ich kann bei sowas oft nicht Nein sagen. So, und hier haben wir nochmal das nächste. Ach nee, das war das Haus von ihm. Okay. So, wie und wann kommen wir da rein? Hier ist wieder irgendwie so ein Hinterweg. Wir gehen hier vorne lang. Das scheinen... Sind das Toiletten? Gucken wir mal rein. Nein. Aber das war irgendwas. Irgendwas ist da drin. Mitarbeiterraum oder sowas. Okay, vielleicht ist es noch auch ein Hotel, ne? Man weiß es nicht. Ja, schön hier gemacht. Alles schön dicht hier bewaldet. Sehr viele Objekte hier auf dieser Map. Oh.
Und Rapunzel the Ride. Siehste, habe ich doch gesagt, das muss doch irgendwas mit Rapunzel sein. Perfekt. Da haben wir hier so ein kleines Burg-Castle-Gedöns. Und gehen mal rein. Es war einmal vor langer Zeit. Cool. Da war Rapunzel im Turm gefangen. Okay, aber nicht gesehen. Okay. Doch eines Tages kam ein Ritter. Sehr cool. Und wollte sie befreien. Doch ohne Hilfe ging es nicht. Deshalb braucht er eure Hilfe. Sehr cool. Also ich finde jetzt die Farbe von den Schildern nicht so toll. Ich hätte das eher so holzmäßig vielleicht gemacht. Aber ist ja Geschmackssache. Seid ihr mutig genug, Rapunzel zu befreien? Also das ist ja mal der geilste Wartebereich, den ich seit langem gesehen habe. Einfach nur durch Schilder mit einer Story. Ich finde das cool. Und na gut, da war jetzt nur einmal der Ritter mit drin. Aber ansonsten ist das doch schon mal eine sehr coole Sache. Und du siehst dann hier die Fahrt daneben. Oh, geil. Keiner steht an. So möchte ich in den Freizeitpark. Oh, was war das jetzt für ein Ruckler? Gepäck immer in, was? In das Fach mit der grün leuchtenden Lampe legen. Daraus abholen. Okay, was steht hier? Ja, okay. Steht auch nochmal da. Hier, Gepäck. Ah, cool, cool, cool. So, also. Wollen wir Rapunzel retten? Ja! Wollen wir Rapunzel wirklich retten? Ja! Dann steigt ein. Schon wieder orange, orange, grün. Aber, pass auf, ich bin wieder irgendwo hinten in der vollen Fahrt. Ah, ich will noch nichts sehen. Wir steigen ein. Und gehen jetzt erstmal in Rapunzels Turm nach oben und retten sie da raus. Und mal gucken, ob wir es schaffen werden. Oder ob wir unglücklich verunglücken. Rapunzel, das Haar herunter. Aber es ist cool, dass man das so direkt wusste, das muss ein Rapunzel sein. Gelb hier, ne? Das Haar, blond. Eine blonde Bahn. Die blonde Rapunzelbahn. Sehr, sehr cool. Fährt sich sehr angenehm bis jetzt, finde ich. Ich bin sehr zufrieden. Eine schnelle Fahrt wieder. Für Kinder, weiß ich nicht. Für mich, ja. Ja, ich will. Und wir haben Rapunzel gerettet. Das war's schon. Guck mal, hier ist auch wieder eine Station. Ich finde es sehr cool, auf so Details zu achten. Macht mich immer sehr, sehr glücklich. So, die fahren auch gerade hoch. Sehr cool. Hui. Nice. Also eine sehr schöne Bahn mit einer schönen Story drumherum gebaut. Die Fahrt ist sehr, sehr, sehr schnell, aber ansonsten finde ich die. Ich finde das jetzt nicht zu ruppig da drin oder so. Die hat schon was. Und seine komplette Daseinsberechtigung. Ich bin zufrieden. Ich hoffe, ihr auch. Also, wunderbar. Dann Rapunzel neu verföhnt. Holen wir unsere Tasche mal raus und gehen hier weiter. Ah, hier unten durch. So, und dann sind wir hier auch wieder auf dem Platz. Ich will mal kurz rauszoomen, damit wir ein bisschen Überblick haben. Da waren wir vorhin. Hier ist der Bereich und dann ist hier noch ein Kettenkarussell. Und dann gehen wir jetzt hier lang und da hinten rum dann. Hier sind noch einige Bereiche, ne? Oder wir machen erst den Piratenbereich da oder was das ist. Mal gucken. Auch gehen wir erstmal da lang. Komm, wir gehen hier weiter. Hui, zum Tal der Piraten. Sehr schön, wie eng das hier auch alles bebaut ist. Tal der Piraten. Wunderschön. Toilette. Ja, okay. Ein Wasserfall. Und Palmen ohne Ende. Hier ist ein Weg in den nächsten Bereich. Ahoi, Landratten. Sehr cool. Also, das ist ja wunderbar gemacht. Ich finde, das ist ein wunderbarer Park. Also, sehr schöne Thematisierung. Hier das Piratenschiff. Das mit dem Schild da dran ist ja auch natürlich. Natürlich. Perfekt. Ja, das Ding. Queen Victory. Dann hier nochmal die Blubberblasen. Krake mit der Farbe ist auch sehr cool.
Wer ist das Ding? Vor allem, die hat auch überall Schilder dran gemacht. Außer hier. Steht das hier irgendwo? Er hat immer Schilder dran gemacht, nur hier nicht. Ich gehe mal davon aus, dass es ein R war. Ich meine Haare. Oh Gott. Zum Friseur. So, okay, ja. Ja, also Piratenschiff. Oh, ich. Da fahren ein paar Leute. Also wenn da schon Leute drin sitzen, setzen sie sich in die Mitte. Ich würde doch direkt in die letzte Reihe gehen. Trick 17, Jungs. Da, okay. Weiter geht's. Da hinten nochmal Wasserfall. Und eine Mountain Rafting Bahn. Tische, die, wie ich sehe, nie benutzt werden. Cool. Ich kann den Park auch nicht speichern, weil ich irgendwie ein Ziel nicht habe, was hier verwendet wurde. Ich glaube, diese Autos, die man da vorhin auch gesehen hat. Ist hier wirklich jetzt eine Toilette drin oder nicht? Ja. So, Timbura. Was ist denn Timbura? Ist das die Holzachterbahn oder nicht? Boah, auch wieder so ein schöner, langer Wartebereich. Ich will nochmal kurz hier hochgucken. Okay. Ja, eine schöne Holzachterbahn, wenn man die mal so anguckt hier. Schön verwinkelt alles. Zwei-Personen-Reihe. Zug 1, Zug 2. Also viele Details hier. Ich bin echt begeistert. Ah, die Achterbahn, den Typ habe ich auch nicht. Die DLC habe ich nicht. Alles grün! Das ist ja mal nice. Wir sitzen drin. Und los geht's. Ich spule mal hoch die Fahrt hier, ja. Wir müssen ein bisschen Zeit sparen, sonst dauert das hier alles Ewigkeiten. Es ist nicht die höchste Achterbahn, aber... Ich weiß jetzt schon, das wird super. Es wird super. Oh, schön jetzt hier runtergerissen. Yeah. Nice. Nice. Auf, ab. Wow, sehr, sehr cool. Die hat ordentlich Speed für eine Holzachterbahn. Schöne, angenehme Kurven, meine Damen und Herren da draußen. Blockbremse, runter, hoch, Kurve. Also Kurven sind hier sehr, sehr viel. Es ist ein bisschen weniger mit Auf und Ab. Also Airtime ist hier nicht so angebracht. Außer jetzt vielleicht so ein bisschen, ja. Und das macht es dann auch grün. Aber schön hier durch die ganzen Felsen durch. Nochmal die Wippe hier am Ende. Und ich glaube, dann war es das. Ist doch eine super Fahrt gewesen. Also richtig angenehm. Hat mir sehr gut gefallen. Ah, die fährt gerade hoch. Ich will noch mal kurz von außen gucken. Das sieht auch herrlich aus. Also das ganze Stimmungsfeeling hier drumherum gefällt mir unglaublich gut. Ja, ich muss immer vorspulen, ne? Ich bin schlimm manchmal. Aber ist eine schöne Achterbahn. Hat mir echt Spaß gemacht und ist nicht zu Unrecht komplett grün bewertet. Sorry, wenn das nicht ganz flüssig läuft. Fährt sogar leer hier gerade rum. Noch nicht mal irgendwer drin. Okay. Na ja, gut. So, nochmal hier. Die Kamera. Und da sieht man auch, wie geschmeidig die Kurven halt alle gemacht sind. Also ich bin sehr zufrieden. Macht mir sehr viel Spaß. Dafür mache ich gerne die Parktour. Das ist einfach so. Hier war nicht der Ausgang. Da war ja. Okay. So, dann gehen wir jetzt mal zur Mountain Rafting Bahn. Guckt euch mal den Weg hier an. Oh, da ist der Ausgang. Oh, das kann man schlecht lesen. Nichts für Landratten. Wir übernehmen keine Achtung für beschädigte Gegenstände. Black Barts Reise. Und hier ist wahrscheinlich ein Monitor für... Ach ja, krass. Ja, cool. Oh, cool. Nice. Schön, sehr schön gemacht. So, aber das ist auch eine Bahn, in der es, mal kurz gucken hier, keine großen Abfahrten gibt. Noch hier einmal. Ich fahre jetzt hier einfach mal durch, Leute, ne? Das ist sonst so eine langwierige Sache.
Ja, cool hier mit dem Schiff, dass du da durch hier hochfährst. Hier siehst du nochmal das untergegangene Piratenschiff, die Achterbahn im Hintergrund. Was für eine Kulisse. Hier ist der Schatz, der geborgen wurde. Fliegt der da ein bisschen in der Luft? Naja, egal. Geht das jetzt aus? Mal gucken. Nö, das bleibt knallhart an hier, der Wasserfall. Okay, ich nehme alles zurück zum Thema. Es gibt keinen Sturz hier. Hier gibt es jetzt einen richtigen Sturz. Durch das Schiff, ragt durch. Wow, hier wirst du richtig ordentlich nass. Sehr nice. Hier ist dieser Wasserstrahl. Sehr cool. Dann geht es hier einmal übers weite Wasser. Ich hätte mal ein bisschen Stromstellen vielleicht auch reinmachen können. Und hier wirst du definitiv nass. Und dann da auch nochmal. Ich hoffe, ihr habt einen Föhn an den Ausgang gestellt. Okay, das war also diese Bahn. Schon mal sehr cool. Ausstieg links. Eine schöne Bahn. Aber, sorry, wenn ich jetzt nicht alles hier abgefahren bin. Guck mal, der Felsen da drunter. Das ist ja alles cool gemacht. Cool gemacht. Wir gehen mal hier weiter. Und kommen hier praktisch da hinten wieder an. Okay. Coming soon? Die Frage ist nur, was ist da soon coming? Das können wir noch nicht erahnen. Hier ist noch alles leer. Aber wir haben ja noch hier hinten einen Bereich. Zwei Achterbahnen sehe ich noch, die befahren werden wollen. Und dazu gehen wir mal hier rein. Hui. Forbidden Jungle. Das passt eigentlich jetzt gar nicht von Namen her in die anderen rein, weil das Englisch hier ist. Ist hier was hinter? Hm. Aber direktes Dschungelfeeling. Hier ist ein Ausgang. Sehr viele Mitarbeiter. Cool. Ein Topspin in Gold. Und dann hier diese Figuren daneben. Das passt ja perfekt. Das ist ja super gut gemacht. Dann hier das sprudelnde Wasser darunter. Sehr cool gemacht. Nice. Und auch die Sounds hier. Auch schön. Mississippi Cruise ist zurzeit kaputt, oder was? Ist der kaputt oder einfach nur nicht offen? Ist einfach nur nicht offen. Ah, dann machen wir die nochmal auf, ne? Ich weiß nicht, warum er den nicht auf hat. Vielleicht vergessen. Aber ich düse hier einfach mal drüber. Kann sein, dass hier irgendwelche Sachen ausgelöst werden. Ein abgestürztes Wrack. Hier sind echt so die Dünen. Oh, hier ist aber echt nochmal eine schöne Strecke drumherum. Und das ein oder andere, hier der ein oder andere Effekt dann. Den sparen wir uns jetzt mal einfach, ne? Ja, das Krokodil. Hier an den Krokodilen vorbei. Mississippi, ich hätte das Ding eher Nil genannt. Weil der Mississippi fließt ja nicht durch die Wüste, ne? Naja, okay. So, da fährt einer lang. Wie sieht die Station aus? Ah ja. Ja, schön das Ganze. Also wirklich auch nochmal wunderbar thematisiert. Und ich bin gleich gespannt auf die Achterbahn. Ich bin so gespannt auf diese Achterbahn, wenn ich die schon sehe von hier. Geil! Boah, schöne Tempelanlage. Wartebereich und während der Fahrt werden Feuereffekte genutzt. Du kannst das Reich des Gesetzes nicht ruhig betreten, aber pass auf. Er mag Eindringlinge nicht besonders cool. Du hast den Schlangengott Quetzal gestört. Er wird dich töten. Weiche seiner Feuerzunge aus. Schaffst du es, von seinem Zorn zu flüchten? Auch hier wieder eine Story mit dabei im Wartebereich. Also man wird schon mal angeheizt und aufgewärmt für das Thema. Die Schlangen hier. Tss, hier ist auch wieder eine Schlange am Start.
Und nochmal ein Story hier was. Gepäck und Fach. Ja, ja, blieb grad so. So, okay. 4 Personen pro Reihe. Also eine hängende Achterbahn und auch hier in Gold, grün alles. Cool. Ja, das haben wir nicht gesehen. Wir sitzen drin. Und wir gucken schon mal so hier links hin. Oh, nice! Also hier sind auf jeden Fall ordentlich viele Bahnen in der, auf der Strecke. Das heißt, das geht gut voran. Kapazitätstechnisch alles sehr gut optimiert. Und jetzt geht es los. Looping. Erste Inversion. Zweite. Ja, dritte. Vierte. Da kam das Feuer. Fünfte. Sechs. Ich zähle jetzt mit, einfach mal so. Da war nichts, ne? Ist aber echt zügig. Sieben. Oh, das war ein bisschen hektisch. Acht. Neun. Das war ein bisschen zu schnell alles. Irgendwie. Aber auch eine schöne Bahn. Ich sag einfach mal, mir hat es Spaß gemacht. Mir hat es gefallen. Die ist aber ein bisschen schnell. Und da ist diese eine extrem ruppige Ecke. Aber ist alles vollkommen okay. Man kann nicht alles perfekt machen. Und ich finde die Bahn schon an sich super gemacht. Auch die Farbgebung, dass das so einen goldenen Look hat mit diesen Schlangenfiguren, die da rumstanden. Genauso wie bei dem Topspin eben. Super, super nice. Sehr cool das Ganze. Und ich will mir nochmal die Bahn jetzt auch von oben anschauen. Wo ist der Ausgang? Ausgang ist hier. Und wir gucken uns das Ganze auch nochmal von oben an. Also hier wirklich sehr, sehr schön. Der Streckenverlauf auch wirklich viel drumherum gebaut. Guck mal, hier diesen Turm, den ist zwar mehrmals genutzt, aber ist ja vollkommen okay. Da kommen die Flammen da hinten. Schöne Bahn. Eine Mauer hier unten rum. Okay, ja, sehr nice. Ich bin zufrieden, ich hoffe ihr auch. Wartebereich, guckt euch den Wartebereich an. Und hier das auch, es ist ja alles selber gebaut. Ich finde das sehr cool gemacht. Sehr schön, sehr aufwendig. Hier ist dann wieder so ein Mitarbeiterbereich. Die Müllsäcke da drin. Cool. So, da geht's jetzt zu Old Gardens. Old Gardens. Märchenwald. Hier ist irgendein Eingang. Ach, ist hier einfach mal so versteckt, die Raupe. Obwohl, man hätte sie auch sehen können. Ich habe sie halt nur nicht um die Ecke gesehen. Wie dicht das hier auch alles bebaut ist, ne? Ja, und hier stehen die halt immer ewig an. Links aussteigen. Weil das halt nie vorangeht. Schön. Wenn ich die Achterbahn so sehe, denke ich direkt an Big Loop aus dem Heidepark. Sieht fast genauso aus wie Big Loop. Aber ja gut, hier hinten ist ein bisschen anders. Ja, hier können die Kinder schön da langfahren und außenrum ist halt ein Weg. Mit Zaun? Hat er hier einen Zaun gemacht? Ne, hier hat er keinen gemacht, okay. Hier ist ein Zaun. Die Farbe der Bahn! Jetzt bin ich mal gespannt, wie die heißt. Aber irgendwie fährt da keiner mit, weil sie gerade kaputt ist. Na toll. Schon mal vorspulen, dass die endlich repariert ist. Und dann sind wir nämlich auch schon wieder fast am Eingang. Das Video geht schon wieder keine Ahnung wie lang. Oh Gott, ich hoffe es läuft. Doch 40 Minuten, da steht's. Ah, ich bin bei 40 Minuten Aufnahme, aber keine Ahnung. So, repariert da einer oder was ist da los? Ja. Ausgang. Wo ist der Eingang? Ich muss erstmal den Eingang suchen. Eingang von was? Da repariert keiner, ne? Ich lass mal laufen. So. Ja, hier ist man so unten drunter. So. Hier die Schirmchen da drüber, ja. Kann man mal machen. Genau jetzt kommt hier kein Mechaniker an. Ey, das Ding ist doch schon ewig kaputt.
So, ich habe das jetzt mal reparieren lassen. Ich hoffe, ich habe diesen Cut gemacht, damit ihr das nicht auch noch abwarten musstet. So, Looper, die Leute sitzen ja schon drin auf jeden Fall. Jetzt steigen sie aus. Ich mache mal eine Testfahrt einfach. So sieht das aus. Und dann... Ah, Bügel ist runter. Los geht's! Bis jetzt noch wirklich wie Big Loop aus dem Heidepark. Und den Berg hier hoch auch. Wir schauen nochmal kurz die Aussicht. Ja. Ist vorhanden Aussicht. Hier ist nichts, ja. Und jetzt kommen zwei Loopings. Und dann zwei Korkenzieherdrehungen, oder mal sehen. Ne, nur ein Looping. Ah, da sind wieder weitere Schienen. Yay! Yay, doch zwei Loopings. Steile Kurve. Korkenzieherdrehung 1. Steile Kurve. Okay, ab hier ist halt doch anders. Aber hier ist auch nochmal ein Korkenzieher. 4 Inversionen. Und jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt passiert, dass man in die Station von hier irgendwie kommt. Aber so eine schöne alte Achterbahn. Wie man sowas von früher halt irgendwie erkennt, ne? Ja. Da hätten auch 2 Bahnen wieder gereicht hier. Aber es sind 3 drin. Also hier könnte richtig ordentlich was an Gästen abgefertigt werden. Schöne Bahn, schöne Thematisierung, schöner Park, läuft gerade so noch flüssig bei mir und wenn ich mich nicht täusche, ist hier eigentlich was drin? Ne, da ist nichts drin. Keine Indoor-Sachen, Indoor habe ich auch selber nicht. Haben wir jetzt auch alles durch, ne? Guck mal, das ist doch ein ganz schön großes Gebiet hier mit diesem Dampfern da. Hat das eigentlich jetzt auf? Okay. Aber da fahren nicht viele Leute mit, aber es fahren Leute mit. Doch, fahren viele Leute mit. Aber ich habe ja nicht viele Leute im Park. Okay. In diesem Sinne war's das. Ich versuche demnächst mal wieder mit meinem Park weiterzumachen oder auch mit meinem zweiten Live-Let's Play-Park. Also schaut da gerne mal rein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und auch wenn ihr das nicht oft macht, drückt gerne mal den Like nach oben, da würde ich mich sehr drüber freuen. Das ist so mein Feedback, ne, wo ich dann sehe, ach, das hat euch gefallen, schön. Auch abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Das war auch ein sehr schöner Bereich hier, dieser Mercedes-Bereich. Vor allen Dingen hier, das ist ja alles echt cool gemacht. Das muss man hier dieser Look, das sieht doch sehr geil aus. Okay, also... bleibt am Ball und ich wünsche euch schöne Ostern und so weiter und so fort. Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder in einem meiner nächsten Videos. Macht's erstmal gut, bis dann, euer Basti oder auch Modern Consumer. Ciao!